Da fliegen Seelen und Texte von. Gemeinsam, für immer. Wie sie es bereits sagten, egal was passiert, sie bleiben für immer zusammen. Athea, Dupla, ich bin daheim. Athea, du hast dein Auge verletzt, ich muss dich behandeln. Das wird mich schon nicht umbringen, Athea. Willst du nur nach Tanbil gehen, Dupla? Tanbil? Dort lebt Guy. Ich habe ihm versprochen, nach der Schlacht seine Party zu besuchen. Kann ich denn mitkommen? Aber natürlich. Ein sehr episches Spiel geht zu Ende. War wirklich grandios. Und ich zitter immer noch im ganzen Körper. Hey Diana! Jesse! Ich bin zurück! Ich bin zurück? Weißt du, welche schreckliche Sorge ich mir gemacht habe, als die Insel sank? Tut mir leid, Jesse. Was ist mit dir los? So demütig kenne ich dich ja gar nicht. Bruder. Was ist mit Tex und Selan? Ja, richtig. Wir wollten nach dem Kampf ein großes Fest feiern. Alle werden dabei sein. Na klar, Tex, Selan, Athea, Deka und Lexis werden wohl auch kommen. Abgefahren, das klingt ja nach einem rauschenden Fest. Hoffentlich hat das Hotel genügend Plätze. Wenn nicht, können Sie in den Häusern der anderen Leute übernachten. Alle Türen stehen weit offen. Ja, und wir kehren zurück zu unserem Sohn, Cheirus. Die Kräfte des Bösen sind auf der Insel nicht mehr zu spüren. Das ist dein Werk, Tex. Tex hat Daos besiegt. Kein anderer Krieger kann sich mit ihm messen. Logo, er ist der zweitstärkste Kämpfer der Welt. Zweiter? Und wer ist deiner Meinung nach der Stärkste? Na, was glaubst denn du? Ich natürlich. Na klar, glaubst du, Tex wird dieses Schloss bekommen? Oder zum Schloss kommen? Aber sicher, er muss. Unser Duell steht noch draus. Ich kann ihn kaum erwarten. Ja, und ich erst. Ich freue mich auf Tex. Und die Tosis-Insel. Vom Kurs abgekommen. Glücklicherweise. Was ich mich gerade frage, und ich hoffe, es kommt noch vor, was mit Taya los ist. Also in Taya mit Tia. Die Todesinsel hat den Kurs geändert und fällt nicht auf Pandoria. Hurra! Aha. Die Insel scheint auf Westland abzustürzen. Westland? Ja. Wo genau im Westland? In das Meer, nahe bei einer Stadt namens Alsa. Ich muss nach Westland. Aber erst geht's nach Tanbil. Dort steigt eine riesige Party. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Das Schiff ist bereit zum Ablegen. So fröhlich habe ich euch schon lange nicht mehr gesehen. Da ist sie, Tia. Was ist los, Tia? Was? Ach, nichts. Es ist nichts. Weinst du, Tia? Ja, etwas. Ich habe seit Ewigkeit nicht mehr geweint. Und jetzt, plötzlich. Bist du traurig? Du siehst so niedergeschlagen aus. Ich weiß auch nicht. Ich kann meine Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Es tut mir so leid. Weine nur.
wenn dir danach ist. Es tut gut, sich mal richtig auszuweinen. Wenn es dir so richtig dreckig geht, ist dies das beste Mittel. Morgen sieht alles anders aus. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. So ein episches Ende. Und dennoch muss ich ganz kurz einen Cut machen. Es geht nicht anders. Mama. Mein kleiner Chiros, was ist denn? Von deiner Mutter? Keine Angst, sie kommt bald wieder. Ich muss leider schneiden, sorry Leute. In der nächsten Folge geht's weiter, mit den Credits. Deine Eltern haben die Welt gerettet. Mama! Lächelst du? Sie werden bald wieder nach Hause kommen, Chiros. Tja. Das war Lufia Rise of the Sinistrals. Zuerst einmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken fürs Zusehen, fürs Kommentieren, für die ganz vielen Daumen hoch, die ich bekommen habe und für das Favorisieren einzelner Folgen. Ja, Chiros lebt jetzt alleine, ohne Eltern. Am Ende musste ich leider draufgehen, um die Menschheit zu beschützen, zu retten. Nach Selan hat es leider nicht geschafft. Es war ein wirklich sehr episches Spiel. Mit sehr viel Witz, Humor, vor allem was Deka anbelangt. Aber auch mit sehr viel Gefühl. Siehe Tia und Selan. Durch den Charakterwechsel, Deka, Lexis, Atea. Gab es auch eine Menge Abwechslung, fand ich persönlich. Und ja, also ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Und ich fand die Kämpfe vielleicht nicht so schwer, aber dennoch episch. Also ich finde einfach die Geschichte, vor allem bei Super Nintendo Spielen, ihr wisst es ja alle, vor allem die ältere Generation, sag ich mal vorsichtig, die wissen einfach, ältere Spiele sind einfach die Spiele, die eine bessere Story haben. Da kommt es einfach nicht auf die Grafik an, das wisst ihr alle auch. Ja, ich bin baff, ganz ehrlich. Also ich zitter am ganzen Körper. Immer wenn ich mich so hineinsteige, wenn ich die ganzen Synchros bringe und versuche irgendwas, weiß nicht, Gefühl mit einzubringen, dann zitter ich am ganzen Körper, gebe ich offen und ehrlich zu. Und ja, ich mache das wirklich sehr gern. Und ich hoffe, euch hat das Projekt irgendwie gefallen. Also, ich fand's toll. Vom Spiel selbst würde ich dennoch nicht volle Punktzahl geben, wenn ich jetzt Punkte verteilen würde, weil es für mich doch ein bisschen zu linear war. Also, ich habe nichts gegen linearen Aufbau von Spielen, aber letztendlich gab es nicht direkt eine Aufgabe. Also, ich bin von Stadt zu Stadt gelaufen. Zwar mit dem Ziel, die Höllenfürsten letztendlich zu besiegen, aber es gab nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ein Ziel. Also wir sind einfach mal zwischen die Dörfer spaziert und haben versucht, irgendwie Informationen zu bekommen.
Wobei, wenn ich so jetzt darüber nachdenke, vielleicht war es doch nicht so schlecht. Man mag darüber streiten. Aber letztendlich, wirklich, ich würde das Spiel immer wieder gern spielen. Werde ich mir auf jeden Fall mal wieder antun, im positiven Sinne. Und dennoch finde ich persönlich Terranigma ein Tick besser. Terranigma ist dann noch ein bisschen, wie soll ich sagen, dramatisch am Ende. Aber ich weiß nicht, ich fand Terranigma einfach herzzerreißend. Da gab es viel mehr emotionale Momente, wo ich es geschafft habe, und darauf bin ich sehr stolz, sehr viel Gefühl mit einzubringen und ja, vielleicht auch den einen oder anderen zu Tränen gerührt habe. Sollte ich das auch in Lufia geschafft haben in irgendeiner Folge oder Gänsehaut-Feeling, so lasst es mich wissen. Es würde mich freuen. Wenn das der Fall ist, dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. The End. Das war Lufia Rise of the Sinistrals. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Projekt, in der nächsten Folge eines neuen Projektes. Bis dann. Du kommst nicht aus dieser Stadt. Wer bist du? Wie ist dein Name? Lufia. Mein Name ist Lufia. Das ist ein schöner Name. Wo sind deine Eltern? Wo lebst du? Lass uns spielen. Hä? Lass uns draußen ein wenig spielen. Was wollen wir spielen? Fangen. Ich laufe und du fängst mich. Okay, ich zähle bis drei. Fertig? Eins, zwei. To be continued.